für die Deutschen auch. Das ist der einzig Neue, also Promis, hier in die Mannschaft gekommen. Teamkollege übrigens von Maximilian Wöber beim FC Sevilla. Rüdiger, Ginter, Süle, gestandene Leute, so gut es geht. Acht neue in der Startformation. Natürlich ist diese Mannschaft sehr, sehr defensiv ausgerichtet. Oder Gani in der Ära Löw hat die deutsche Mannschaft eine so der Dreierkette ist für Bergwijn in die Mannschaft gekommen. Ansonsten hat der Coach. So, jetzt geht's los hier. Und jetzt der Umbruch. Groß, Van Dijk in dieser Startphase. Gnabry löst sich gut. Nur noch Van Dijk vor sich. Und das ist die erste Riesenmöglichkeit. Das war Ryan Babbel. Ah, Verzeihung, Gnabry war das für die Deutschen. Und da kann sich Jesper Cillessen einmal richtig auszeichnen. Schön gespielt, flott gespielt. Sané, bisschen Ballglück hier mit dabei. Oh, immer noch Ginter. Ginter alleine über den ganzen Platz und dann findet er fast noch einen. Da sehen wir vorne und da gibt es schon für Dumfries. Babbel. Und Süle. Von vier Holländern auch hier. Rüdiger mit hinten. Toni Kroos. Für Schulz. Nico Schulz. Leroy Sané. 1:0. 15. Spielminute. So, keine Änderung in der Mine, aber diese Anfangsphase war richtig gut von den Deutschen. Man könnte sagen, man wächst mit der Aufgabe. Einige Minuten gebraucht, bis die Niederländer so ein bisschen mit im Spiel waren und dann diese schnelle Kombination. Kroos überspielt sogar noch einen 1-1. Eine Rarität, Nico Schulz, schneller und dann kommt da einer zu Sturz. Billiger Fehler. Von Frankie de Jong, Kimmich, ja, das war fein. Jetzt Pommes, rein Babbel und verschrien, Manuel Neuer. Den hat er gut brauchen können. Denn auch er zuletzt in der Kritik, Ter Stegen sei genauso gut, wenn nicht besser. Und die Niederlande defensiv. Depay. Süle. Wohl ein paar Probleme hier. Auch Goretzka rutscht da weg. Ja. Jetzt mit mehr Nachdruck, Dumfries. Billige Lücke. Oh, pfeift kein Abseits. Ja, da hat er sich den Falschen vorgenommen, aber auch hier. Kein echter Druck gegen den Ball und dann muss. Alle blind. So, und dann geht Ziese. Mittlerweile spielt er bei Fulham. Dumfries, ja, das schon gar nicht. Das ist seine Leistung bei Real. Da gestern nur gelächelt bei der abschließenden PK. Gegen den habe ich ja schon zuletzt in der Champions League schlecht ausgesehen. So, und hier noch einmal. Oh, kein Abseits wahrscheinlich, gut gemacht von Babbel. Und der schießt aber auf Neuer drauf. Von Joachim Löw. Schulz. Und dann kommt
was so ein bisschen nach gut Wettermachen gestern gewirkt hat. Ja, schnell flott gespielt. Wieder Virgil van Dijk vor sich. Weltklasse-Treffer von Serge Gnabry. 2:0. Und das war sein Gegenspieler. Dieser Überverteidiger, höchst gepriesen. Und diesmal zieht er auch entschlossener in dieses 1:1. Er geht nicht vorbei. Er legt quer und dann trifft er. Besser geht's nicht. Hier muss man eigentlich Depay da gar nicht geben, dass er da vielleicht noch. Nein, niemals, da lehnt sich Wijnaldum. Und sich einmal an den Niederlande-Kapitän Depay. Hoffenheim. Achtung, jetzt einmal Wijnaldum. Aber Süle. Gute Übersicht, gute Bewegung. Was für ein herrliches Zusammenspiel. Und das versucht er ganz fein. Nichts Gescheites dabei. Jo. Süle. Licht und van Dijk wieder mit vorne. Gutes Kombinationsspiel, schnelles Wijnaldum. Depay, Süle. Das ist zu weit. Wieder Gomez. Ah, oh, das ist auch hier. Sein bisheriges Karriere-Highlight. Das Entschlossener. Depay. Ja, und dann ist er da. Diesmal der andere Innenverteidiger. Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam. Hier im eigenen Wohnzimmer verkürzt er für die Niederlande auf 1:2. 19 Jahre jung. Sein erster Treffer für die Elftal. Promes serviert diesen Ball. Und dann Depay. Dann sind sie nicht genug dran an ihm. Al final, la controla Wijnaldum. El rechace es para Gnabry, le tapan el. Ja, los dos. Ojo, qué bien de Ron. Holanda, fenomenal. Viene Kroos para anticiparse. Gundogan la pisa, Gundogan pone un magnífico balón, el cuero atrás, ¡shoot! ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Ha marcado Nico Schulz, los alemanes se vuelven a poner por delante, en la mejor jugada con mucha diferencia del equipo que ahora hace piña a lo largo de toda la segunda parte. Ha llegado el gol que vuelve a ponerles en ventaja en el marcador. Se lamenta Depay, se lamenta De Ligt, se lamentan todos los holandeses. Con mucho toque y mucha paciencia, Gil Manzano indica el final. Ha ganado el equipo de Joachim Löw con el gol postrero de ese hombre de Schulz. Se acabó el encuentro de este partidazo que nos han deparado en Ámsterdam. Holandeses y alemanes, Holanda 2, Alemania 3. Gracias, Pablo Pinto. A ti, partidazo. Gracias, Sariz Gabriel.